weil man es danach auch auf YouTube anschauen kann, sagen wir jetzt nochmal und vielleicht auch mit einem Ticken lauteren Applaus, Löwenlegende Gerald Fahnenburg, schön, dass du da bist. Habe die Ehre. Dankeschön. Danke. Habe die Ehre beim Hackup Show Fantalk, ja. Ich darf euch ganz kurz bitten, ein bisschen leiser zu sein, weil es sehr anstrengend ist, wenn man hier gegen alle Leute anschreien muss. Und es ist auch eine sehr schöne Aktion von Gerald, dass er sich heute hier den Fragen stellt. Deswegen bitte, liebe Löwen, lasst uns ganz kurz 5 Minuten mit Gerald sprechen. Wäre nett, wenn ihr ein bisschen leiser sein könntet. Ja, zuerst mal zu dir. Wir wissen alle, du hattest damals eine großartige Zeit hier bei den Löwen. Bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, wollen wir einfach mal wissen, wie geht's dir im Moment? Was treibst du im Moment? Viele wissen es vielleicht, aber trotzdem, wir wollen mal wissen, wie geht es dir überhaupt? Nein, an diesem Moment arbeite ich beim Ajax, geht sehr gut. Ich habe 2 Kinder, beide gesund. Und das hat eine lange Zeit gedauert, dass ich wieder hier war, aber ich mache das mit sehr viel Spaß. Ja, du bist bei Ajax im Trainerstab, genau, das habe ich schon gelesen. Wie war es jetzt für dich heute so, wieder zurück nach München zu kommen? Wie war dein Tag? Bist du wahrscheinlich in der Früh von Amsterdam hergeflogen, oder? Ja, ich bin um 4 Uhr aufgestanden und habe die Fliege genommen um 7 Uhr. Aber das ist sehr schön, weil all die Leute und deine Freunde wiederzusehen und ein Spiel zusammen zu machen, ja, das gibt viel Spaß. Hattest einen persönlichen Chauffeur, habe ich gehört, oder? Jan Mauersberger, der das Legendenspiel organisiert für uns, hat dich vom Flughafen abgeholt, ja, und dann erstmal wieder hier in München reingeschattelt und erstmal wieder hier angekommen. Wie war es jetzt für dich in Giersing heute? Ja, natürlich war es super, um wieder in München zu sein. Das war eine sehr lange Zeit zurück. Und beim Spiel zu sehen, dass die wieder gewonnen haben auch noch, das macht super viel Spaß. Du bist im Trainerstab bei Ajax, siehst natürlich absolut, sage ich mal, erstklassigen Fußball in Holland. Trotzdem wollen wir dich natürlich nach einer kleinen Spielanalyse heute fragen. Das ist die deutsche 3. Liga, wird mit der ersten holländischen wahrscheinlich nicht zu vergleichen, aber trotzdem, wie hast du das Spiel gesehen? Nein, aber ich glaube wirklich, dass die eine Mannschaft haben, dass die wieder aufsteigen können. Da ist viel Disziplin in die Mannschaft und die Qualität ist auch da. Ich glaube, die schaffen das. Sehr schön, ja, das ist eine tolle Einschätzung. Wir hoffen natürlich alle, dass es heuer endlich wieder klappt. Was sagst du zur Stimmung in Giersing? Es war ausverkauft, 3 Tore von den Löwen. Ach, das war sensationell. Ich habe viele Leute gesehen, die sehr glücklich waren heute. Und das gibt viel Spaß, für mich auch. Ja, das stimmt. Es waren wirklich alle sehr, sehr glücklich. Ganz kurz noch zu morgen. Morgen Legendenspiel. Da hinten haben wir auch schon unsere ganzen Legenden hier in der Alm. Heute waren sie auch schon vor der Aule, vor der Westkurve gestanden. Wie ist das? Geht ihr heute Abend alle zusammen noch ein trinken? Redet über die alten Zeiten? Ja, ja, wir gehen zusammen trinken und morgen probieren wir die zu schlagen. Und morgen dann, wie geht's aus? Schöne Ergebnistipp, 4:0, 5:0 gegen die Seitenstraße. Ich bin froh, wenn ich gewinne von die beiden. Das ist immer dasselbe, oder? Genau, wir wollen gleich alle Löwenlegenden hier auch begrüßen, wollen aber vorher natürlich noch mit euch allen anstoßen auf einen 3:1 Heimsieg. Und ich glaube, das haben wir uns heute auch verdient. Es war am Anfang ein bisschen zäh, aber es war auch der Tabellendritte zu Gast. Aber wir haben letztendlich das Ding dann gezogen und ich glaube, ja. Also ich glaube, das ist absolut verdient, dass sie waren. Ja, hundertprozentig. Ja, was hier. Wie hast du eigentlich deinen Landsmann Jesper Verlaat gesehen? Ja, ja. Ich habe gegen seinen Vater gespielt noch. War eine lange Zeit zurück, aber ja, ich bin froh, dass er wieder Spaß hat. Und das ist ein Spieler. Ich glaube genau, dass er die Defensive sehr gut erhalten kann und schaffen das. Ja, wir sind sehr froh, dass wir ihn hier haben. Jesper Verlaat, genau, du hast ja angesprochen, kennst seinen Vater Frank Verlaat, lange Zeit in Deutschland, unter anderem beim VfB Stuttgart. Gerald, wir stoßen zusammen mit allen Löwen an. Ja. Du hast ja schon gesagt, Alkohol ist heute kein Thema. Du kannst auf jeden Fall eins mittrinken. Ja. Der hat gab schon ein Fan-Talk und wir sagen gemeinsam, auf die Löwen! Auf die Löwen! Auf die Löwen! Prost! Prost! Ja, vielen Dank, lieber Gerald, dass du dich den Fragen hier beim Hackabschauer Fantalk gestellt hast. Heute einen schönen Abend mit deinen ganzen Jungs. Morgen ein schönes Legendenspiel im Olympiastadion. Mein Vorgänger Stefan Schneider hat es sich nicht nehmen lassen und ich bin sehr froh, dass er das macht. Kommt morgen als Stadionsprecher ins Olympiastadion und sagt, ist ja selber eine Löwenlegende und sagt logischerweise auch,
die Legenden an. Ich glaube, das wird eine super Sache morgen. Dankeschön. Und jetzt würden wir uns freuen, wenn alle Löwenlegenden noch ganz kurz hier zu uns nach vorne kommen. Wir wollen natürlich noch ein gemeinsames Foto machen. Ihr wollt vielleicht auch noch das ein oder andere Autogramm oder auch ein Foto. Kommt gerne her. Und ich denke, es gibt noch einen kleinen Applaus, oder? Bernhard Winkler führt die Truppe an. Servus. Hey, grüß dich. Benny Schwarz, genau. Ich gehe mal auf die Seite. Daniel Bogelmierow, Manni Bender ist da. Das ist ein Sauna hier, scheiße. So, ein wunderschönes Bild, unsere ganzen Löwenlegenden. Wo haben wir einen Coach? Der Coach steht draußen. Scheiße, egal. Morgen. Wo ist der Wärme als Jotter? Benni, sicher. Morgen unsere Löwenlegenden, natürlich gecoacht von Carsten Wendberg und Werner Logand. Und, ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Einen wunderschönen Abend euch heute und morgen natürlich ein schönes Spiel. Genau, wir müssen heim. Haut sie sich morgen auf. Die Ordnung. Ja. 60! Okay. So.